Ich bin Andi Schmid von Learn Handball. Ich zeige euch jetzt einen Pass über den Kopf vom Gegenspieler, also vom Verteidiger. Dabei ist es wichtig, dass ihr zuerst wirklich torgefährlich seid, also in Wurfauslage geht, nachher einen leichten seitlichen Schritt macht, wenn der Verteidiger die Arme runternimmt, dass ihr ihn dann dem Verteidiger über den Kopf legen könnt. Wichtig dabei ist immer Kommunikation im Kreisläufer. Das kann im Training sein, das kann nach dem Training sein, vor dem Training. Das kann überall sein. Also die zwei Spieler müssten immer in Verbindung stehen. Viel Spaß beim Üben.